Hallo alle zusammen, es ist Freitagabend. Ja, ich habe noch einen Tag morgen, also ich habe noch Schonung, bevor es am Sonntag hier in Frankfurt um 10 Uhr auf die Strecke geht. Ja, wie ich mich fühle, das fragen mich ganz viele. Also ich glaube, die meisten Läufer, die selber am Sonntag auf die Strecke gehen wollen, wissen, wie man sich fühlt. Man fühlt sich einfach nur elend, man hat Halsschmerzen, man hat die Nase zu, man hat Kopfschmerzen. Es tut einem alles weh und man kann sich gar nicht vorstellen, am Sonntag da überhaupt schnell zu laufen. Aber das ist vollkommen normal, das ist eine nervliche Anspannung und die ist wichtig und die gehört dazu. Und ich habe sie jedes Mal und sollte ich die vor einem Wettkampf mal nicht haben, dann läuft irgendwas verkehrt. Ja, meine letzten Stunden jetzt hier bis zum Start verbringe ich eigentlich mit ja, ein bisschen rumgammeln, hier und da mit den Leuten quatschen, essen, meine Hörspiele hören, um mich nervlich ein bisschen abzulenken, ja, noch mal eine Einheit morgen und dann mein Technik-Meeting morgen, gibt's ja dann unsere ganzen Unterlagen und Flaschen und ja, so die ganz normale Wettkampfvorbereitung und ich hoffe dann, dass die Stunden relativ schnell vergehen, dass es dann endlich losgeht, weil ich kann es kaum erwarten, endlich zu starten und sobald der Startschuss fällt, ist ja auch die Nervosität weg und da freue ich mich schon mal sehr drauf. Ich wünsche auf jeden Fall allen Mitläufern morgen ganz viel Spaß auf der Strecke. Auch sollte es windig werden, was ja angekündigt ist, egal, lasst euch nicht wegwehen, einfach gegen Wind ankämpfen und die Party an der Strecke genießen. Kommt vor allem gesund ins Ziel und ja, dann auf eine schöne Party am Sonntag.